fühlt sich das gut an. Endlich mal wieder Subway Surfers zocken und das ungestört. Sag mal, hatten die schon wieder ein Update? Julian, was machst du da? Sag mal, könnte ich vielleicht auch mal an ein Tablet, dann könnte ich auch mal eine andere App installieren. Für mich. Emma, können Schweine fliegen? Nein, können sie nicht. Und du bekommst auch nicht mein... Also es gibt hier kein Wunder. Du bekommst nicht mein Tablet. Kannst du vergessen. Julian, ich finde das total fies von dir. Soll ich wieder wütend werden? Soll ich wieder zu Super-Emma mutieren? Hm? Guck, dann nehme ich einfach dein Skateboard. Guck, wie stark ich bin. Emma, sofort mein Skateboard runterlassen. Also ich weiß, dass das letztens ein Trick war. Und du bekommst mein Tablet nicht. Okay, naja gut. Ein Versuch war es wert. Mann, warum glaubt ihr nicht, dass ich Superkräfte habe? Oh Mann, war ja sowas von klar. Da habe ich einmal gesagt, dass ich ungestört bin und schon will jemand nerven. Mal gucken, wer der Nächste ist. Ja, Mama, bei uns ist alles in Ordnung. Den Kindern geht's gut. Ja? Ich wüsste jetzt nicht, was ich dir noch erzählen soll. Wir reden ja auch schon seit 2 Stunden. Also, wenn du Julian sprechen willst... Julian, komm mal runter, Oma ist am Telefon. Na, oh, das war ja sowas von klar. Ich wollte gerade spielen. Jetzt bin ich vom Inspektor wieder gefangen. Oh Mann, ja! Das kann doch nicht wahr sein. Oh, was will denn Oma schon wieder? Bestimmt fragt sie, ob ich eine Freundin habe. Ich gehe doch jetzt erst zur Schule, Mensch. Oh, wie? Mama veräppelt mich jetzt und wollte mich nur runterholen in die Küche, um irgendwas zu machen. Oh, dann kann die was erleben. Oh, Julian ist gar nicht an seinem Tablet dran. Ich glaube, das ist meine Chance. Oh, wie geht das nochmal? Ich verstehe das auch nicht. Ich kann nicht lesen. Ich drücke einfach ein paar Knöpfe. Ja, hallo, Oma. Ja, hier ist Julian. Ja, dein Enkel. Ja, der Echte. Oh Mann, Mama, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Oma hat mich gefragt, ob ich genügend Wackelpudding esse, damit ich groß und stark werde. Also, das hättest du auch beantworten können. Hätte ich vielleicht, aber ist es nicht schön, mal mit seiner Oma ein bisschen zu telefonieren? Also, Julian, jetzt stell dich nicht so an. Beantworte einfach ihre Fragen. Okay. Ja, Oma, ja, ich esse genügend. Hm, ja, damit ich so groß und stark werde wie Opa. Ja, genau. Oh Mann, oh Mann. Tut mir leid, Oma, ich muss jetzt auflegen. Ich will Subway. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Ciao. Oh Mann, ich habe echt viel zu tun. Weiß das Oma nicht? Ich bin echt beschäftigt in letzter Zeit. Und jetzt schnell nach oben und zurück zu meinem Spiel. Endlich mal wieder Subway Surfers in Ruhe. Hoffentlich in Ruhe. Oh, oh, Julian ist im Anmarsch. Schnell, schnell. Ich muss die Fliege machen. So, jetzt einfach... Nee. Also so sah der Bildschirm eben nicht aus. Oh, toll. Wer war das? Wer hat das zugemacht? Ich war gerade auf fast einer Highscore bei Subway Surfers. So weit ist noch niemand gekommen. Oh, danke. Oh, ich kann mir sowas von denken, wer das war. Emma! Was willst du, Julian? Ich bin hier in meinem Zimmer und spiele. Was willst du von mir? Oh, jetzt tu nicht so unschuldig. Ich weiß ganz genau, dass du an meinem Tablet warst. Okay, jetzt ganz, ganz gut lügen. War ich gar nicht. Ich war die ganze Zeit in meinem Zimmer und hab mit meinen Sachen gespielt. Wovon redest du überhaupt? Aha. Und warum war dann hier so eine komische App mit irgendwelchen Prinzessinnen geöffnet? Hä? Kannst du mir das mal erzählen? Keine Ahnung, weil du vielleicht gerne mit Prinzessinnen spielst. Woher soll ich denn das wissen? Hä? Ja, wie kannst du es nur wagen? Ich weiß ganz genau, dass du lügst. Und lügen tut man nicht, außer man hat irgendwas getan, was keiner wissen soll. Aber das sollte ich wissen. Oh, Mann. Oh Mann, ob ich das jetzt wohl richtig rübergebracht habe? Ich glaube, er ahnt was. Oh, ich kann so schlecht lügen. Na, ich sag dir, das gibt so eine dicke, fette Rache. Oh Mann, wart's nur ab. Mama, also kann ich dich mal ganz kurz stören? Nur ganz, ganz kurz. Klar, Julian, was gibt's? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Also ich muss über diese Frage ständig jetzt nachdenken, die Oma mir gestellt hat, wegen dem Wackelpudding. Also das beschäftigt mich schon sehr. Und ich glaube tatsächlich, ich esse ein bisschen zu wenig Wackelpudding. Und ich möchte welchen. Kannst du mir was machen? Klar, Julian. Also wenn du mich so lieb fragst, dann kann ich ja wohl schlecht Nein sagen, super. Oder? Also der muss hier doch irgendwo sein. Ich meine, ich habe auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Irgendwie Waldmeister oder Himbeer? Julian, wie viel Wackelpudding möchtest du denn? Also wie viel soll ich davon machen von dem Zeug? Keine Ahnung, aber einige Packungen sollten es schon sein. Also ich soll ja groß und stark werden, so wie Opa. Und du weißt, wie groß Opa ist. Also das hier sollte wirklich reichen. Ich habe alle Pötte und Formen voll gemacht, voll mit Wackelpudding. Das riecht so nach Himbeere. Oh, das ist ja super, Mama. Oh, das ist ja ein ganzer Jahresvorrat an Wackelpudding. Ja, es ist wirklich alles an Wackelpudding gemacht worden, was da war. Und ess ja nicht alles auf einmal, sonst kriegst du Bauchweh, hast du gehört? Ich werde dann mal ins Wohnzimmer gehen und ein kleines Nickerchen machen vom Fernseher. Ach, da habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Oh, was riecht denn hier so lecker? Sind das Himbeeren? Oh, was steht denn da auf dem Tisch? Na, wenn man vom kleinen Teufel spricht. Emma, das ist Wackelpudding. Was denn sonst? Oh Mann, du hast ja gar keine Ahnung. Oh, Wackelpudding, ich liebe das. Kann ich da bitte auch was von abhaben? Du hast so viel. Da ist doch bestimmt auch was für mich drin, oder? Aber Emma, selbstverständlich. Ich bin doch dein liebster Bruder und ich möchte nur das Beste für dich. Natürlich kannst du was abhaben.
Hier, probier mal. Und Oma hat mir was gesagt. Und zwar, von diesem Wackelpudding bekommt man wohl Superkräfte, die Opa auch hat. Das schmeckt echt gut und ist richtig glibberig. Zappelpeter. Ich will mehr davon haben. Das war nur ein Löffel. Das ist ein bisschen wenig, Julian. Das hast du mich nur angefüttert. Wo ist der Rest? Ja, aber du, Emma, also Oma hat mir auch gesagt, also so wenig Wackelpudding, das geht eigentlich nicht. Du musst, weiß ich nicht, in so einem Wackelpudding musst du liegen und auch schlafen und auch leben. Oh, das stelle ich mir cool vor. Komm, Julian, mach das. Ich möchte eingelegt werden in Wackelpudding, so wie die sauren Gurken im Glas. Ja. Ja, natürlich mache ich das ganz, ganz gerne, nur für dich. Die glaubt das wirklich, war ja klar. Also, ich soll jetzt nur in diese große Blumenvase hier reinsteigen und dann machst du Wackelpudding rein? Oh, ich bin echt schon gespannt. Emma, los jetzt. Einfach rein mit dir und den Rest kümmere ich mich. Oh, ich fühle mich wie in so einer Glasrutsche oder so, nur dass ich nicht durchrutschen kann. Julian, hörst du mich? Guck mal, hier bin ich. Ja, ich sehe dich. So, jetzt kommt der Wackelpudding. Superkräfte, ja, es wird nur glibberig, mehr nicht. Oh, Julian, was machst du denn da? Gar nichts, Mama. Ich habe Emma nur hier einen Wackelpudding eingelegt. Mehr nicht. Also ist alles gut. Bitte was? Du hast was gemacht? Deine Schwester in Wackelpudding eingelegt? Du solltest das doch essen. Julian, wir müssen sie sofort herausholen. Ich glaube, das kommt ihr gar nicht gut. Oh, jetzt bin ich endlich frei. Und sehe ich schon anders aus? Bin ich irgendwie viel größer oder viel stärker und habe viel mehr Muskeln? Wer will sich mit mir anlegen? Ich bin super, Emma. Ja, super, super klebrig, wegen dem ganzen Zucker im Wackelpudding. Superkräfte hättest du wohl gerne. Julian, was war das denn für eine Idee von dir? Du kannst doch nicht deine Schwester komplett in Wackelpudding reinstecken. Wie soll sie da drin atmen? Und außerdem, oh, was für eine ekelhafte Schweinerei das ist. Es klebt. Hä, ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Also hier im Wackelpudding baden, was Besseres gibt's doch gar nicht. Können wir gleichzeitig auch essen. Viel besser als Schleim.